Der Google Tour Creator ist ein einfaches Tool, um 360-Grad-Bilder zu einer virtuellen Tour zusammenzuhängen. Toll daran ist, dass du die Bilder nicht unbedingt selber erstellen musst, sondern dass du auf das Bildmaterial von Google Street View bzw. von Google Maps zugreifen kannst. Ich bin hier mit meinem Google-Account angemeldet. Ich tippe auf Get Started und kann gleich loslegen mit A New Tour. Gebe ich einen Titel ein und allenfalls eine Beschreibung, worum es in diesem Rundgang geht. Und allenfalls noch eine Kategorie. Ich wähle mal Travel. Hier noch ein Bild als Aufhänger, damit man sieht, worum es geht. Dieses Bild habe ich schon bereit gemacht in einem Ordner und mit Create kann es losgehen. Du siehst, du könntest zwar ein Bild hochladen, viel einfacher ist es, das Bild zu suchen. Louvre, Paris. Da sind wir. Ich kann das Männchen noch irgendwie an einen besseren Ort setzen. Ich nehme mal das. Add Scene und schon ist es bereit. Da gebe ich für diese entsprechende Szene einen Titel ein. Allenfalls könnte ich den Ort noch beschreiben. Der ist eigentlich recht gut beschrieben. Ich könnte eine Beschreibung noch eingeben und da kann ich in diesem Fall jetzt eine Erzählung hinterlegen. Das will ich jetzt aber eigentlich gar nicht, sondern ich will darauf einen sogenannten Hotspot platzieren. Das heißt, ich wähle da a Point of Interest und den kann ich irgendeinen beliebigen Ort ziehen. Zieh es mal vor diese Pyramide und das könnte ein Bild sein, das ich dann beschreibe. Oder eben auch eine Audiodatei, die muss ich im Voraus vorbereiten, die muss im MP3-Format vorliegen mit Select Audio File. Kann ich diese vorbereitete Datei hochladen? Ich habe sie mit Audacity gemacht, diesem Audioprogramm, das es für alle Plattformen gibt. Louvre auswählen und schon ist es bereit. Wählen wir hier hinten noch einen zweiten Hotspot. Mona Lisa, das berühmteste Gemälde des Louvre. Da wähle ich das entsprechende Bild aus, das ich vorbereitet habe. Du siehst, ich könnte es noch etwas in der Größe anpassen. Das poppt dann auf, wenn man da draufklickt. Und das könnte ich noch beschreiben. So. Dann ist es also bereit und ich kann eine nächste Szene einfügen. Da gehe ich mal zum Sacré-Cœur. Da habe ich ihn schon. Auch da verschiebe ich mich etwas vor das Gebäude, damit das ist vielleicht nicht so gut, da sieht man die Personen so gut, aber das ist vielleicht recht schön. Und mit Add Scene kann ich hier weiterfahren. Und könnte auch hier wieder Beschreibungen und so weiter hinzufügen. Wenn ich jetzt auf Publish gehe, so muss ich sagen, ob es Public oder Unlisted sein soll. Ich wähle in diesem Fall Unlisted. So sehen meine
Tour nur Leute, die den Link kennen. Das ist dieser Link, den kopiere ich. Zur Sicherheit mache ich ihn in einem anderen Browser, bei dem ich nicht angemeldet bin, auf. So sieht es jedermann auch ohne Anmeldung. Und du siehst, ich bin hier also zunächst beim Louvre, kann mich hier herumbewegen, könnte hier die Audiodatei abhören. Nur spielt es in diesem Film jetzt nicht. Und mit dem Klick auf die nächste Szene kann ich mich zur nächsten Sehenswürdigkeit bewegen. Also im Nu ist mit bestehendem Bildmaterial von Google Street View bzw. Google Maps ein virtueller Stadtrundgang mit deinen Informationen, deinen Fotos oder deiner Stimme hinterlegt. Bei den Fotos musst du natürlich darauf achten, dass du die Rechte dazu hast. Am besten machst du die Bilder selber, wenn du dort in den Ferien bist, oder sonst musst du auf entsprechende Lizenzen achten. Ja, und damit denke ich, ist das Wichtigste gesagt. Vielleicht zuletzt noch hier mitteilen: Neben dem Link kannst du das auch über Social Media Kanäle teilen, oder hier ist der entsprechende Einbettungslink. Den brauchst du, um dein Produkt in eine Webseite einzubetten.